Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu dem kleinen, längeren Video. In dem Video spreche ich wirklich ein paar Dinge an, die mich echt wirklich sehr, sehr nerven in letzter Zeit. Und ich hoffe einfach, dass ihr euch das Video wirklich bis zum Ende anguckt. Es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, wenn ihr dann da ein Like da lassen würdet. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer, zu einer kleinen Informationsfolge, denn ich möchte heute wieder mal ein paar Informationen loswerden und ich dachte mir, was eignet sich denn, besser als... Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte in den Premium-Bereich. Was eignet sich besser als irgendwas, was nicht mit PvP zu tun hat? Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach hier auf den gommehd.net-Server in die Skyblock-Welt. Ja, Leute, wir gehen hier in die Skyblock-Welt. Ihr habt es erfasst und ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt so ist, dass es hier... sagt schon, Leute, bitte, bitte sagt mir das, ob das hier überhaupt so ist, dass man sich da gegenseitig runterboxen kann, keine Ahnung, oder ob man eine Begrenzung hat. Auf jeden Fall werde ich jetzt was ansprechen, was mich in letzter Zeit sehr ärgert und in der Zwischenzeit hier einfach so ein paar Sachen machen. Ich mach mal eben, Moment, den Shader kann ich jetzt anmachen hier, aber zuerst... den Grafikeinstellungen von extrem einfach mal auf 10 zu gehen und einfach am besten dann den Rudo Blaze. Ups, den wollte ich gar nicht nehmen. Ich wollte den Rudo Blaze Shader. Okay, das ist der Rudo Blaze Shader. Und ich mache das jetzt hier auf so. So. Und es läuft bei mir noch immer nicht flüssig. Und das auf Tiny, Leute. Das ist. Ich weiß nicht. Also der Rudo Blaze Shader, der zerfickt mein Leben. Mach mal eben auf 14. Und was ist, wenn ich die FPS ein bisschen runter mache? Gucken wir gleich mal. Grafikeinstellungen. Wo kann ich das denn? Wo kann ich die denn nochmal schnell verändern? Ah, hier. Nein, das funktioniert nicht. Gut, Leute, dann werden wir den hier nehmen. Der ist zu dunkel. Dann werden wir den hier nehmen. Egal, Leute, denn der läuft hier wenigstens flüssig. Und ja, also ich möchte heute... dann können wir hier wieder auf unbegrenzt gehen. So. Und zwar möchte ich ein paar Sachen ansprechen. Und zwar, es nervt mich in letzter Zeit. Beziehungsweise fangen wir erst mit dem Positiven an. Ich finde es in letzter Zeit richtig geil, wie ihr immer positiv bewertet und einfach aktiv seid. Ja, ihr schreibt Kommentare und... bewertet einfach das Video und ihr glaubt gar nicht, was das überhaupt für einen YouTuber wie mich ausmacht, wenn das so eine Rückmeldung kommt. Das glauben manche Leute gar nicht, dass mir das so richtig viel bedeutet und da finde ich dann einfach nur mega krass von euch, wenn ihr so abgeht. Aber jetzt kommen wir auch schon zum negativen Teil und zwar ist es geht es darum, dass die Kommentare nur noch daraus bestehen mit, kann ich mal mit dir aufnehmen, kann ich das mal mit dir machen, kann ich das mal mit dir machen und nicht mehr irgendwie, das hat mir bei dem Video gut gefallen, das hat mir eventuell nicht so gut gefallen, das kannst du nächstes Mal besser machen. Solche Sachen will ich auch hören. Ich möchte nicht nur hören, ich möchte mal bitte gerne mit dir aufnehmen, denn das bekomme ich so oft zu hören, deswegen nehme ich ja jetzt auch keine neuen Skype-Kontakte mehr an, weil einfach unglaublich viele Menschen mit mir was tun wollen und ich dafür einfach ehrlich gesagt keine Zeit habe. Und Leute, ihr müsst es mal verstehen, ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch, ja? Und wenn ihr mal überlegt... Sneak ich überhaupt? Ja. Okay. Wenn ihr mal überlegt, ist schon ein bisschen komisch, wenn man bedenkt, dass man einfach so mit fremden Leuten aufnimmt. Wenn man einfach so mit fremden Leuten, die man nicht kennt, wenn man einfach so mit denen aufnimmt und dann erwarten richtig viele Leute, ja komm, jetzt nimm mit mir sofort auf oder irgendwie sowas. Finde ich ein bisschen schade und ich glaube, die ganzen Setzlinge hier sind jetzt runtergefallen. Ich hoffe es nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, sonst bin ich am Arsch. Sonst bin ich am
Arsch. Leute, dann sind wir wirklich am Arsch. Hier ist überhaupt... Ich glaube, hier ist gar kein Setzling. Hallo? Ich brauche ein Setzling. Das ist hier auch gar kein Projekt oder so, sondern das ist einfach nur jetzt für dieses Video hier die Skyblock-Insel. Denn das können ja derzeit nur Premium-Spieler spielen. Ja, Leute. Es ist einfach... Ja, wie soll ich sagen? Das zerstört irgendwie... Oh, ich habe ein Setzling. Und hier ist ja, denkt ja auch noch einer drin. Nee. Ich bin YouTuber. Und ich glaube, das Größte, was man, oder das beste Geschenk, was man einem YouTuber machen kann, ist das, einfach Rückmeldung zum Video zu geben. Und wenn aber dann immer nur Sachen kommen wie, kannst du mal mit mir aufnehmen, kannst du das machen, dann ist das einfach... Dann ist das einfach nicht mehr so. Wie soll ich sagen? Das macht irgendwie etwas kaputt, ja? So kann ich sagen. Es macht irgendwas kaputt. Irgendwie so eine Barriere, in der ich bin, wenn ich YouTube-Videos mache. Und da finde ich halt einfach nicht cool. Was ich jedoch sehr, sehr cool finde, wenn ihr so aktiv seid, wenn ihr Kommentare schreibt und so weiter. Und wenn ich sehe, dass ihr auch wirklich aktiv seid, natürlich gibt es auch Leute, die dann beim Gewinnspiel nur mitmachen, dann zum Beispiel in YouTube eingeben, Premium-Gewinnspiele oder sonst irgendwas und dann da mitmachen, weil man merkt plötzlich, oh mein Gott, das Video bekommt extremst viele Likes im Gegensatz der anderen Videos und richtig viel aktive Kommentare. Da muss man sich dann schon mal fragen, okay, sind das jetzt vielleicht doch aktive Zuschauer und deswegen werde ich auch nicht ich das entscheiden, sonst bekomme ich ja im Endeffekt noch einen Hate, sondern das werde ich natürlich alles auslosen hier, nicht mit irgendeinem Online-Scheiß, sondern ich werde das ganz mit der Hand ausziehen, ich werde hier jeden Namen aufschreiben, der das Kommentar beantwortet hat. Und ja, okay, wir haben zwei Eichensetzlinge, das bedeutet, ich mache mal hier eben noch Grafikeinstellungen auf 7. Dann läuft es, glaube ich, noch ein bisschen besser. So, ja, Leute, und ich möchte einfach, ich bitte euch, bitte, bitte, Leute, schreibt mir nicht ständig, bitte, kannst du mit mir aufnehmen und so, solche Sachen, weil, das macht einfach mir die Laune kaputt, ja, Ich versuche halt einfach generell auf viele Kommentare, die vernünftig sind, zu antworten. Aber wenn dann immer Kommentare kommen, wie kannst du mit mir aufnehmen und solche Sachen, dann antworte ich da auch schon gar nicht mehr drauf. Und wenn ihr dann mir noch 20.000 Mal in die Kommentare spammt, bitte, bitte antwortet auf das Kommentar, was ich dir geschrieben habe, dann macht ihr es auch damit nicht besser. Das regt mich dann mehr auf, als wenn ihr damit irgendwas Besseres erreicht, denn meiner Meinung nach finde ich das einfach nicht gut. Es hat, glaube ich, schon einen bestimmten Grund, wenn ich auf einen Kommentar nicht antworte, aber wenn man dann irgendwie bezwecken muss oder den noch zuspammen muss mit Antwort auf meinen Kommentar, ja, dann kommen wir mal ganz kurz zu Captive Minecraft. Erstens, ich habe im Video gesagt, dass ich es nicht 100% mache, ich richte mich da nach euch und... Es wird ein Singleplayer-Projekt, das bedeutet, ich alleine mit keinem anderen hier auf YouTube, ich alleine möchte das machen. Ganz im Regelfall sind vielleicht mal Gäste dabei, mit denen ich was zu tun habe. Es ist so, klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich kann das einfach nicht einfach so sagen, ja, hallo, ich nehme da jetzt mit, richtig vielen fremden Leuten auf, denn, wie soll ich sagen, es ist halt einfach nicht das, was ich hier machen möchte. Das, was ich hier machen möchte, ist Spaß zu haben und ich kann einfach nicht mit Fremden, wirklich mit fremden Menschen, die ich nicht kenne, mit denen ich noch nie etwas zu tun hatte, weder mal nur gezockt, oder irgendwie kennengelernt, dann kann ich mit denen da einfach nicht... Da kann ich dann nicht einfach sagen, so, okay, cool, jetzt nehmen wir voll auf und so. Denn ich kann dann ein gutes Video produzieren, wenn auch
der Gegenüber von mir quasi, ja, wenn der Gegenüber von mir chillig drauf ist und wenn ich den auch ein bisschen besser kenne, denn ein Video, man merkt einfach, ob sich die Leute im Video gut kennen, ob sich die gut verstehen, ob die miteinander Spaß haben. Und das kann ich eben nicht, wenn ich die Person vor 5 Minuten auf irgendeinem Teamspeak getroffen habe. Und ja, das finde ich halt einfach ein bisschen schade, weil, weil, keine Ahnung, ich möchte ja so viel mit euch tun, aber wenn ihr das möchtet, dann, ja, Leute, ich habe es euch schon mal gesagt in dem Video, ich möchte mal ein Community-Projekt machen. Ich bin zum Beispiel aktiver WoW-Spieler und spiele da wirklich richtig oft mit dem Rotpilz. Wer ihn nicht kennt, der, jeder muss ihn kennen. Auf jeden Fall spiele ich da sehr, sehr oft mit ihm und da ist es mir am Anfang auch nicht gleich so super leicht gefallen, so hinzugehen. Ja, wie soll ich sagen? Es ist halt einfach, ich bin nicht einer, der sofort so zack auf Leute zugeht und zack, komm. Und zum Beispiel so, hey, komm, TS, wir nehmen auf. Und ich habe die Person davor noch nie gehört, noch nie. Das müsst ihr einfach verstehen. Und wenn ich aber merke, dass die Leute mal voll chillig drauf sind und so, dann nehme ich die gerne auf. Aber ihr könnt nicht verlangen, dass ich immer auch für meinen Kanal aufnehme. Ich kann gerne mal bei euch in der Aufnahme dabei sein. Aber ich möchte nicht immer so ganz viele fremde Leute... Ich möchte nicht immer ganz, ganz viele fremde Leute, die ich nicht kenne, irgendwie... Das ist so schwer zu erklären einfach, um das nicht irgendwie asozial rüberzubringen, denn alles andere, was ich will, ist hier asozial zu sein, aber das Einzige, was ich halt nur versuche zu erklären, ist, ich kann nicht mit jedem aufnehmen, ja, ich kann nicht mit jedem x-beliebigen aufnehmen, denn, ja... Ihr gebt ja auch nicht irgendeinem Fremden auf der Straße die Handynummer, wenn ihr den nicht kennt, zum Beispiel, ja. Das ist halt einfach so und man muss halt einfach irgendwie in Kontakt kommen. Ich zum Beispiel habe jetzt auch nicht mit dem Finger geschnipst und ich lernte den Simon kennen, sondern ich habe damals in WoW ihn angeschrieben und da haben wir uns dann einfach so ein bisschen kennengelernt. Aber alles immer nur so unter YouTube-Kommentaren, das finde ich einfach nicht gut. Ich finde es toll, wenn ihr mir Fragen stellt für Ask Doggy, für meinen Real-Life-Kanal oder generell Fragen in die Kommentare stellt, die ich auch dann wirklich beantworten werde in dem Video. Ja, wenn ihr wirklich erreichen wollt, dass ihr in einem Video von mir seid, dann schreibt mir einfach eine Frage und dann werde ich die vielleicht auch im Video beantworten, wenn ich mal so ein Video mache. Aber ich finde es einfach schade, wenn die Leute dann nur noch... Wieso mache ich mir hier einen Ofen? Ja, jetzt habe ich einen Ofen. Wenn die Leute hier nur noch quasi aufs Aufnehmen aus sind und nicht mehr den generellen Grund von YouTube ernst nehmen. Denn meiner Meinung nach ist der Grund YouTube ja der, dass ich sagen muss... Oh, warte, ich glaube, ich muss den da verpflanzen. Ich glaube, der muss hier in die Mitte... denn meiner Meinung nach ist YouTube eine Plattform, wo man Spaß haben kann, wo man einfach, ich mache das hier nicht, damit ich hier irgendwie Fame bekomme oder so. Ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht. Und, ich glaube, ich könnte schon längst mit irgendeinem größeren YouTuber aufnehmen. Aber warum müsste ich das tun? Warum müsste ich das tun? Es geht mir ja nicht um die Größe. Es geht mir einfach nur darum, wie die Leute drauf sind. Und wenn ich hier irgendeinen großen YouTuber sehe, dann geht es mir meistens nicht um irgendwelche Abonnenten. Da geht es mir einfach nur rein um den Charakter. Und das finde ich halt dann schade, wenn das in meinen Videos teilweise nicht auftaucht, dass die Leute einfach Kritik zum Video da lassen und einfach nur immer in die Kommentare schreiben, ich möchte mit dir aufnehmen, ja, bitte adde mich Skype und solche Sachen. Ich werde jetzt dann auch vielleicht in Zukunft wirklich alle Skype-Kontakte, mit denen ich nichts privat zu tun habe, entfernen. Einfach aus dem Grund, weil ich schon so mega viele Kontakte habe und ich einfach ein bisschen Übersicht bewahren möchte mit den ganzen Leuten, die ich auf Skype habe. Und
ja, das solltet ihr verstehen. Wenn ich da irgendjemanden von euch drin habe, dann würde ich euch bitten, nicht meine Skype-ID weiterzugeben, auch wenn sie nicht schwer zu finden ist. Das sollte ich vielleicht mal ändern. Aber wie gesagt, Leute, am besten ist es einfach, wenn ihr mit mir irgendwann mal Kontakt aufnehmen wollt. Es ist eh nicht so schwer. Besuch dich nun auf deiner Insel. Was möchte er denn? Warte. / Party. Invite the Samus X. Hey, komm mal. Warum möchtest du in meine Insel? Oder auf meine Insel? Du auf meine Insel. Insel. Warum möchte er denn jetzt auf meine Insel? Ich habe Angst, dass wenn ich ihn jetzt hier oben lasse, dass er dann alles zerstört. Ich mache einfach mal Skype. / Besuche erlauben. Besuch erlauben. Hä? Hier steht, keiner außer dir und den Mitbauern darf die Insel jetzt noch besuchen. So, hat er konnte er die Insel einfach so besuchen? Ich habe das jetzt einfach mal ausgestellt. Sorry, Leute. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr länger das Video halten. Wie gesagt, ich habe... Ja, okay. Jetzt bin ich eh vom Server geflogen. Gut, Leute. Auf jeden Fall möchte ich euch einfach damit jetzt... Okay, mein Internet ist weg. Geil, ich feiere das. Ich möchte euch abschließend jetzt nur noch dazu sagen, Leute, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, dann bitte ums Video, was sich ums Video dreht. Die ganzen anderen Sachen wie Anfragen und so weiter, privat, stellt die mir privat, schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich finde das einfach so unpassend in den Kommentaren, weil, ja, am besten einfach privat, und wenn eine Antwort kommt, dann habe ich Interesse, mit euch aufzunehmen, weil ich nehme jetzt einfach auch nicht immer mit irgendwem Beliebigen auf. Zum Beispiel Justin. Ich kenne dich schon länger, ich weiß, dass du schon länger Abonnent von mir bist. Aber ich nehme trotzdem nicht mit irgendjemandem auf, ja. Das hat nichts mit deiner Person, mit deinem Kanal oder generell jemandem zu tun, sondern ich möchte einfach meist nur mit den Leuten aufnehmen, mit denen auch ich was zu tun habe. Und, vielleicht kommen wir mal in den Kontakt, mal gucken. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid so reif und könnt das verstehen. Und wenn ihr es einfach mal verstanden habt und fair seid, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wie gesagt, konstruktive Kritik in die Kommentare. Und wenn ihr irgendwelche Anfragen mal habt, dann wenn dann per YouTube-PN. Okay, Leute. Ich würde einfach mal sagen, das war jetzt ein richtig langes XXL-Video. Ich hoffe, ich habe da mal gecuttet. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute, macht's gut und ciao.